Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf YouTube. Tja, heute reden wir mal über das Bosch Smart System. Werden viele denken, uff, schon wieder ein Video drüber. Naja, nee, vielleicht einfach mal der Gedanke, jetzt 2 Jahre mittlerweile im Markt und da können wir auch schon mal ein bisschen die Glaskugel heben und auch schon mal nachschauen, wo bei diesem ganzen System so ein bisschen die Reise hingeht. Weil mittlerweile merkt man, dass da auch schon sich ein roter Faden entwickelt und auch schon mittlerweile Bosch, ich hoffe, jetzt schon immer gewusst hat, aber mittlerweile auch schon weiß, wo dieses Konzept, dieses Antriebskonzepts dementsprechend hingeht. Und das finde ich auch super, super spannend, dass man auch mittlerweile sagen können, nach 2 Jahren wurde ja auf der Eurobike noch in Friedrichshafen vorgestellt, die jährt sich jetzt ja gleich ums Eck und 2 Jahre später haben wir dann auch wieder eine Lösung, wo ich sagen kann, mir macht die echt Bock. Klar habe ich anfangs auch viel gemeckert drüber, weil einfach es war nicht logisch. Da war manche Pressearbeit von Bosch auch nicht ganz glücklich, dass nicht ganz so kommuniziert wurde, wo diese Reise hingeht. Wussten sie es vielleicht auch gar nicht oder vielleicht wollten sie es auch nicht rauslassen, gleich die Katze aus dem Sack, wo dieses Konzept hingeht. 2 Jahre später, muss ich ehrlich sagen, finde ich es mega cool, dass es dieses Konzept jetzt gibt und wir wirklich die Möglichkeit haben, mit dem Smart System eine relativ breite mittlerweile aufgestellte Motorenliga zu haben, eine relativ breite Akkuliga mittlerweile zu haben, also in allen dinglichen Größen, aber auch wir haben die Möglichkeit, was ich jetzt wirklich wichtig finde, ein Fahrrad zu kaufen, wo ich wirklich sage, ich brauche nicht wirklich viel. Mir reicht wirklich als Fahrer, ich habe einen Motor mit einem Schalter am Fahrrad haben und der Rest ist gar nicht für mich wichtig. Also Smart ist mir eigentlich völlig egal. Genau das geht mit dem Smart System nämlich. Man kann, wenn man es möchte, sich nämlich ein relativ puristisches Bike auch kaufen oder zusammenstellen, je nachdem, wie ich es besorge. Und dann kann ich wirklich sagen, mir reicht ein Akku, ein Motor und eine kleine Bedieneinheit mit Schalter schon völlig aus. Und ich muss dort gar nicht smart sein und ich kann mir ein völlig puristisches Rad zusammenstellen, auch vom Kostenfaktor her wesentlich günstiger, weil ich brauche keinerlei sonstige Display-Komponenten. Und kleines Wortspiel, Thema puristisch. Das Purion beim Generation 4, gehen wir mal eine Generation zurück. Ja, ich weiß, es gibt kein Generation 4 und kein Smart System. Es ist einfach so umgangssprachlich einfach benannt, da kann ich jetzt auch nichts dafür. Beim Generation 4 gehen wir mal die Etage einfach zurück. Da hatten wir ja die Möglichkeit, dass wir es nur mit dem Purion Display betreiben konnten und hatten immer noch am Lenker eine Display-Einheit, wenn wir das Rad relativ einfach gestalten würden. Mein Smart System, wirklich fortschrittlicher, ich brauche das alles nicht mehr, ich kann es wirklich haben auf ein Minimum. Jetzt aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses Smart System hat die Möglichkeit, was ich echt mittlerweile echt charmant finde, von dem ganz einfachen, ich sage jetzt mal, der, wo mit Technik am Hut haben möchte, einfach nur aufs Rad sitzen möchte, Schalter einschalten möchte und auch im Bikepreis eher im Budgetbereich liegen möchte, mit einem einfachen Rad zu starten. Man kann es aber auch, ohne dass ich irgendwas groß umbauen muss, was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, also ein Upgrade nach oben und nach unten ist immer möglich, kann ich einfach sagen, ich hole mir ein Rad mit sämtlichen technischen Schnörkel, die ich habe und die ich mir auch einfach gönnen möchte, weil ich es einfach Bock drauf habe. Was heißt es? Ich kann einfach sagen, Motor, Akku ist gleich, klar, gleiches Konzept. Die LED-Remote oder der System-Controller, also dieses Baustein zum ins Rad einbauen, der muss auch vorhanden sein, logisch. Aber alles andere, ob ich jetzt ein Display dran haben möchte und welches, kann ich selber entscheiden. Und vor allem als High-End-Technik-Nerd kann ich sagen, okay, ich will jetzt einfach mein Smartphone als Display nutzen mit zusammen einem Kiox-Display und habe dann einfach die Möglichkeit, auch diese Kombination für mich zu wählen. Dann kann ich auch wirklich weitergehen noch, was ich da auch super charmant finde, wenn ich wirklich Kommunikation haben möchte mit anderen Plattformen, wie Komoot, wie Strava und wie die ganzen Plattformen einfach heißen, da habe ich einfach die Möglichkeit, super simpel, zu sagen, ich kann auch darüber kommunizieren, wenn ich das möchte. Ich muss es aber nicht tun. Und da kommen wir auch schon an den ganzen Gedanken dran, Thema App und sonstige Sachen. Diese Rennstiege aufgestellt wurde, finde ich super, super charmant. Als Hightech-Nerd kann ich auch meine Updates OTA over the air über meine Flow-App einspielen. Finde ich auch cool, macht echt Bock. Wobei ich ab und zu sagen müsste, ob das immer so Sinn macht an manchen Komponenten, das weiß ich nicht so ganz. Aber okay, darüber kann man sich streiten. Und vielleicht auf Bosch dann nochmal sagt, okay, manche Updates sind auch noch im Händler machbar. Wäre bei manchen Komponenten, die ein bisschen Erklärungsaufwand oder Erklärungsbedarf hätten, für meinen Geschmack oftmals sinnvoller. Aber der Technik-Nerd kann aktuell, wenn er es im High-End möchte, jegliche Software-Updates selber einspielen und das System einfach pflegen, mit Strava, Komoot und Co. kommunizieren. Und ich habe alle Möglichkeiten, dass ich mit diesem System mir
dann auch als High-End-Ausstattung hinbekomme. Klar, im Preis nicht die höher, logisch, muss man einfach sich auch im Klaren sein, aber es funktioniert mittlerweile. Die App läuft mega stabil, ist keine Werbung, aber wenn ich die Verbindungsabbrüche aus dem Generation 4-System mit Connect-App vergleiche, habe ich damit gar kein Problem mehr. Aber genauso, wenn ich sage, okay, ich will jetzt einfach nur als krasser Nicht-Tech-Nutzer sagen, ich mache mein Bike einmal im Jahr zur Werkstatt und gucke nach, dass alles okay ist, dann machen die halt das Update für einen und ich muss mich um nichts kümmern. Ich kann einfach zum Bäcker fahren am Sonntagmorgen, mich aufs Rad schwingen und ich muss mich da auch um nichts scheren. Und diese komplette Range, die mittlerweile möglich wurde oder wird, die ich mir auswählen kann, da hat Bosch einiges richtig gemacht. Weil ich kann mit einem Bausteinkonzept mir so das Ding ausstatten, wie ich dementsprechend möchte. Und ich glaube, deswegen war auch der harte Cut da, das ist jetzt meine persönliche Glaskugel, vom Generation 4 weg, vom alten CAN-Bus-System weg, auf einen neuen CAN-Bus und auf neue Stecker und auf alles einmal auf links gekrempelt, weil wahrscheinlich diese ganzen Möglichkeiten beim alten Generation 4 nicht möglich waren, weil ja auch ein bisschen Intelligenz immer noch im Display und Trigger war, was ja mittlerweile jetzt schön verteilt wurde oder halt zentralisiert wurde in einer einzigen Einheit, System Controller oder LED-Remote. Da muss ich wirklich sagen, da hat das System für mich eine runde Geschichte bekommen. Auch wenn ich GPS-Tracking haben möchte, dann baue ich es mir einfach danach ein oder halt auch nicht. Also dieses komplett modulare Baukastensystem finde ich super charmant. Das ist jetzt keine Werbung für Bosch. Nur es geht einfach darum, wo ich jetzt stehe nach 2 Jahren und wo ich jetzt auch langsam mal weiß, wo die ganze Reise hingeht, dass man sagen kann, vom Einsteigerbike ist möglich, auch aus dem Budgetbereich, ohne große Schnörkel, bis ganz hinten zum High-End-Technik-Nerd-Bike, wo ich sämtliche Anbindung an Plattformen anderer Art, Strava, Komoot und Co. habe, finde ich super cool. Und dass diese Möglichkeit da ist und die Auswahl alle haben und alle können sie reinstürzen, auch in dieses Bike zu kaufen, wo wir möchten. Klar hat Generation 4 auch seine Vorteile, bevor die Kommentare jetzt alle wieder überlaufen. Nur, wir müssen uns auch im Klaren sein, in 1-2 Jahren werden wir keine Generation 4 Räder mehr kaufen können. Da wird es nur noch im Low-Budget-Bereich dann oftmals noch Generation 4 Räder geben, es mittlerweile ja auch noch Generation 3 Räder irgendwo zu kaufen gibt. Aber das wird einfach unser Zukunftssystem sein. Da müssen wir uns auch alle irgendwie anfreunden damit. Und dann muss ich mir auch jedes Jahr ein neues Fahrrad kaufen. Ich kann ja mein Generation 4 Fahrrad noch so lange fahren, wie ich zu Bock habe. Und dann irgendwann mal nach ein paar Jahren auf ein neues umsteigen. Es muss sich ja keiner eins kaufen. Das ist ja einfach nur, der Wandel ist einfach mega. Und die komplette Aufstellung dieser breiten Systems finde ich einfach cool. Soweit diese kleine Folge. Lasst mal unten noch ein Abo da, lasst mal unten noch ein Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch riesig. Macht's gut und bis dann. Ciao.